Ihr seid ja auch in der WhatsApp-Gruppe. Und hat den Lebensgefühl der 60er, 70er Jahre, wenn die Massenhaus kennen. Ein kleines Schwein. Das Schweinchen gehört auch übrigens in einer Rekursion dazu. 1920 hat man in dem Werksrennteam hat man ein Schwein adoptiert, was zum Team dazugehörte. Und dieses Schwein zieht sich seitdem durch die Renngeschichte mit durch. Und in 2021 hat man Junge, Mann, wie finden Sie das denn hier? Ja, sehr gut. Sehr ja, gut. Endlich wieder mal was Neues. Ein bisschen größer sein. Ein bisschen noch größer? Nein, ein bisschen klein geworden hier. Ne? Ja? Ehrlich jetzt? Da glaube ich Ihnen nicht. Das ist der größte Harley-Händler Europas hier, oder habe ich gehört? Stimmt das? Sie haben doch Ihre Maschine zu verkaufen, ne? Zwei. Ja, dann ist natürlich mal hier ein Harley-Händler. Auf aller Feinsten. Unglaublich. Ja, hier hilft jedermann was das Herz begehrt. Unglaublich, wunderbar hier. Ja. Ihr könnt euch direkt vor Ort auch tätowieren lassen. Hier ist alles. Ich hab da keine Angst, ich geh da rein. Ja, rein. Kuba? Den Tabak nicht, aber ich ja. Ja, sehr meine ich doch. Wo kommt der Tabak her? Aus Dominikanischen Republik. Ah, Kuba, logischerweise. No, sind die stark oder leicht? Leicht. Da komme ich gleich zu dir. Oh, ne? Ja. Die hast du schon alle gemacht hier? Nee, das habe ich im Laden gemacht. Also, die hast du nicht gemacht? Im Laden. Im Laden, also hast du doch gemacht. Ja, ja aber. Gut. Ja, geil. Ich dachte, hier haben Sie gesagt. Nee, da bist du ja ein paar Tage raus hier. Ne? Ja, dann bist du gleich. Ne? Nicht mehr viel da, ne? Kriegst du. Ja. Ja, ich wollte mal sagen, sieht alles aus. Ja, das sind hier immer 3000 Quadratmeter. Bewegt euch mal hier hin. Das muss man mal gesehen haben. Hier laufen auch wunderschöne Frauen rum. Die sehen immer besser aus, unglaublich. Nee, ehrlich.
Ja, das ist ja mal eine geile Farbe hier. Simon, das ist Windgrün, oder? Ja, ich finde das super. Oder? Ist die Uhr, die Farbe. Ich stehe auf die Farbe. Geiles Teil. Ach, hydraulisch. Hammer. Geil. Heißt, wir haben natürlich ein Fahrwerk, normales Fahrwerk, Luftfahrwerk, Wirbelfahrwerk oder was anderes. Hammer. Das hier ist ein Luftfahrwerk. Das Luftfahrwerk kannst du natürlich hart und nicht hart beschreiben. Meiste sagen, Luftfahrwerk ist scheiße, ist mega hart. Ja, wenn ihr tief steht, ist es hart. Wenn ihr Fußball, in Holland kennen kein Fußballspieler, aber leer laufen lassen und ihr liegt da auf dem Boden platt, dann hast du natürlich kein Dämpfung. So wie die Holländer kein Fußball spielen können, können das auch mit einem Leerbau. Das ist aber für Rückengeschehnisse, ne? Wenn eine Luft reinkommt, bekommst du natürlich Spannung drauf. Und diese Spannung sorgt natürlich vor, dass du dann auch Federung bekommst. Und damit habe ich einfach Federung, so wie normal einfach auf dem Bike. Ja, es ist härter dann eine normale Federung, aber es funktioniert. Hiermit kannst du natürlich ein bisschen die Show stehlen. Du sagst, ich mache komplett hoch oder komplett runter. Natürlich haben wir da eine riesengroße Werkstatt hier. Hier ist natürlich jetzt Platz, bis der Arzt kommt. Alles neu, vom Feinsten. Das sind hier die Millionäre hier. Die brauchen nie mehr zu arbeiten. Eure Armut kotzt mich an. Das ist eine scheiß Werkstatt. Das ist keine Kaffeemaschine. Sagen Sie mal, wie viel Rente kriegen Sie im Monat? Die Not. Dahinter ist noch Platz ohne Ende. Also, das ist schon mehr als 3000 Quadratmeter hier. Unglaublich. Ja, das ist natürlich auch super geil. Das WC hast du in der Scheibe drin. In der Scheibe drin. Die Dicke der Scheibe nach außen und nach innen spielt keine Rolle. Ne? Das kannst du auch andersrum machen. Kannst du auch so rum, wenn du willst. Ne? Ja. Kannst du auch oben. Allerdings, gerade bei so einem Kraftraum, wenn du sagst, gehen die ja nie mehr am Arsch. Da ist mir ein Magnet gemacht. Das ist ein Magnet. Du musst ganz einfach hier. Ja, geil. Gibt es noch andere Methoden, aber Magneten? Das ist aber ganz Neues. Ne? Das ist einmal das. Und brauchst du niemals mehr Plissier zu kaufen. Stellst du lieber auf dem Boot vielleicht. Bevor die mal umgibt. Oder eben dann die ganz ältere Variante. Elektrisch. Ja. Ja, dann ist mal was. Also für jede Fenstergröße, egal. Geht elektrisch rauf und runter. Ja, das ist wie am Hollandkasten anschließen, ne? Der Strom, ne? Ja, der wird hier an der Seite. Weil der Hollandkasten hat ja Strom, da kann man den Strom da wegmachen. Ja, also da sind wirklich Strom. Ja, das ist ein Hammer. Also, kannst du zumachen, aufmachen, hochmachen und runter machen. In der Scheibe drin. In der Scheibe drin. Geht mal da drauf auf den Händler. You told me that. You tell me that.
nochmal eben kurz zur Bühne. Wir haben gesagt, wir präsentieren euch die Aussteller hier oder einige der Aussteller, Bikes, Cars und alles, was dazugehört. Und hier haben wir jetzt die Firma Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und siehst du, der Max ist auch da, perfekt. Daneben steht der Rüdiger und Andreas ist auch noch da. Bevor wir anfangen, was über eure Bikes, eure Auspuffanlagen zu erzählen, ihr habt noch eine ganz kleine Überraschung mitgebracht, habe ich gehört. Das Blaue. Also nicht die kleinen Blauen, sondern das blaue Mikro. Nimm eins. Gut, nehme ich deins. Ja, natürlich wollen wir uns das nicht nehmen lassen. Wir arbeiten schon so lange mit euch irgendwie zusammen in allen anderen Läden. Megamäßig, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, echt. Und wir hoffen irgendwie, dass wir euch mit dem kleinen Geschenk zur Eröffnung irgendwie eine Freude machen. Ihr könnt das mal lupfen und vielleicht passt es ja irgendwie ganz gut hier bei euch rein. Wow, mega! Eine affengeile Feuerschale oder Feuertonne. Dankeschön. Rüdiger, vielen, vielen Dank. Mega geil, wirklich. Sehr gerne, sehr gerne. Mega. Ja, das kleine Geschenk von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Eine mega geil gravierte und ausgelaserte Feuertonne. Also das Ding gefällt mir richtig gut. Ich glaube, ich mache auch mal so einen Laden auf. So ein Ding will ich auch haben. Nee, habt ihr wirklich mega gemacht und vielen Dank und einen fetten Applaus an Dr. Jekyll und Mr. Hyde, dass sie sowas Geiles hier mitgebracht haben. Dankeschön. So, das Ding könnt ihr dann wegschleppen, das ist dann euer Problem und nicht mehr das Problem von den anderen. Aber wir, wie gesagt, wir stehen hier vor der Bühne ja nicht nur, um Geschenke zu überreichen, sondern auch einfach, um geile Stimmung zu haben. Wir haben so coole Musik hier und so tolle Aussteller. Und du hast uns jetzt ein Motorrad mitgebracht und ihr macht ja, oder ihr sorgt dafür, dass die Motorräder nicht nur geil aussehen, sondern auch noch ganz geil klingen. Ja, ich glaube, ich erzähle vielen Leuten gar nichts Neues irgendwie, was Dr. Jekyll und Mr. Hyde so macht. Wenn ich auf den Parkplatz gucke, dann sind zum Glück irgendwie eine Menge Motorräder mit unseren Anlagen schon unterwegs. Und ja, ist richtig, irgendwie die neuen Motoren oder die neuen Fahrzeuge haben nicht mehr so den Klang, den wir alle mögen. Und da kommen wir ins Spiel und bauen dann halt verstellbare Auspuffanlagen, die zu 100% legal sind. Genau, da hast du ein cooles Stichwort gemacht, die 100% legal sind. Für welche Modelle gibt es denn das? Jetzt nur für die neuen Milwaukee 8 oder auch schon für andere? Nein, natürlich gibt es ja auch für alle Twin-Cams, auch für viele Evos noch. Sportster ab 2.4, also die gesamte Harley-Palette ist fast abgedeckt, da wo es noch vonnöten ist, um Auspuff zu fahren. Das ist eine super Geschichte und ich meine, das sieht jetzt alles ganz klasse aus und ich sehe jetzt an dem Bike hier, ich sag mal, ist nicht so viel umgebaut, nur die Auspuffanlage, da habt ihr eine Chrom-Auspuffanlage drauf, aber Chrom don't bring you home ist ja nicht jedermanns Sache. Gibt es die auch noch in anderen Farben? Ja, natürlich. Es gibt wahnsinnig viele Varianten. Es gibt Chrom, es gibt Schwarz. Wir haben auch für die Bikes, die diese Bronzefelgen haben oder Bronzeapplikationen haben, auch Bronze-Endkappen in verschiedenen Formen. Da kann man sich also alles aussuchen, wie man möchte. Wer noch nicht genau weiß, was er möchte, kommt einfach zu uns an den Stand, an unseren Truck und gucken wir im Konfigurator. In geschlossenem und in offenem Zustand. Und im Moment, wenn ich das höre, würde ich sagen, Elektro. Klingt nämlich gar nicht, aber wenn du es jetzt aufmachst, ich denke, dann hören wir auch was. Ja, so würde ich sagen, muss eine Harley klingen, selbst der Milwaukee 8, da hat ja einiges rausgeholt. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen bei Jekyll? Halt, sitzen da drei, vier Leute, die sich überlegen, wir treiben da was zusammen? Oder ist das eine richtige Abteilung, die das Ganze dann entwickelt? Ja, also mit den drei, vier Leuten hat das hier vor 25 Jahren noch angefangen. Und auf einmal sind wir weltweit über 100 Leute und alleine in der Entwicklung sind wir da 20. Und Räder, wofür? Kann ich da abends vielleicht auch einen Grilltisch draufstellen oder so? Ja, wir haben tatsächlich Kunden, die mit solchen Fahrzeugen Expeditionen machen, irgendwo in Marokko oder in die Tiefen der Tundra fahren. Und da braucht man ziemlich viel Stuff und Gear und da nutzen wir da oben die Ladefläche noch oben drauf. Ja. Ja, macht ja auch absolut Sinn. Kann man ja theoretisch auch so ein Dachzelt draufbauen, um drin zu pennen. Was immer geil ist, hast du auf jeden Fall einen coolen Überblick. Wenn jetzt jemand sagt, du pass mal auf, ich hab schon so einen Ram und möchte den richtig cool gemacht haben, entweder höher oder tiefer, breiter, schmaler, was auch immer, kann man da auch mit einem gebrauchten Ram zu euch kommen? Ja, absolut. Wir haben eine sehr große Werkstatt. Also in meinem Laden arbeiten jetzt 65 Menschen.
Die Hälfte davon schraubt den ganzen Tag und kümmert sich dann einmal um die Neuwagen, aber auch um eure Autos, die noch nicht so cool aussehen, wie sie sein sollten. Wenn ich mir jetzt die Räder angucke auf dem Auto, ich sag mal, dieses grobe Profil, fährt sich mit Sicherheit spannend im Gelände, ist super dafür. Sind die laut auf der Straße oder geht das noch? Bei dem Profil. Ja, ein geiler Tag heute. Fahrt mal hier hin, in Westerlingen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Auswanderung. Es lohnt sich.